Hallo, mein Name ist Guillaume Bisenio, ich bin von Geeks Live Luxemburg. Und mit wem bin ich hier? Ich bin Steven Mao, Sales Assistant bei Bushiroad Europe. Können Sie mal in kurzen Worten erklären, was Bushiroad ist und was ihr so macht? Ja, Bushiroad ist eine japanische Firma, die Sammelkartenspiele produziert, und wir sind jetzt auch mehr im westlichen Markt tätig. Und ja, wir sind Bushiroad Europe und sind zuständig für den europäischen Markt und ja, zeigen auf der Messe hier unsere Sammelkartenspiele. Welchen Kartenspiele produziert ihr denn? Wir haben einmal Cardfight Vanguard, was unser eigenes Kartenspiel ist, und Buddyfight auch. Dann gibt es Weiß-Schwarz, das ist das Sammelkartenspiel mit den vielen verschiedenen Anime-Serien und Spieltiteln. Unser neuestes Sammelkartenspiel ist Luck and Logic, und das letzte, was kein Sammelkartenspiel ist, ist ein Standalone-Card-Game, das ist Ascendants of Esperus, was man mit 2 bis 4 Spielern zusammenspielen kann. Für Schwarz-Weiß, die Lizenzen für die Animes, ist das schwer zu bekommen oder? Es hängt davon ab, in welcher Region man die Lizenzen bekommen möchte. Es ist meistens schwierig, bestimmte Lizenzen zu bekommen, die gerade nicht aktuell sind, aber je nachdem, also es variiert auf jeden Fall von Titel zu Titel. Ihr neuestes Standalone-Spiel. Genau. Wie wird das denn so gespielt? So ungefähr. Also, wir haben hier gerade eine Demo-Runde da, wenn Sie gleich mal da auch füllen wollen. Ja, auf jeden Fall, es ist halt ein Gesellschaftsspiel mit 2 bis 4 Spielern. Das Ziel des Spiels ist es halt, Sky Shards zu sammeln und eine bestimmte Punktzahl zu erreichen. Sky Shards sind wie Schätze, es ist so wie ein Treasure Hunter Game. Und man hat halt noch verschiedene andere Karten, die mit den anderen Spielern und den Sky Shards interagieren können. Man kann zum Beispiel von den Gegnern die zerstören oder so klauen und andere Gegner behindern, das Spiel früher zu gewinnen. Wir sind ja hier auf der Animagic. Wie gefällt es Ihnen hier? Die Animagic ist immer eine qualitativ hochwertige Messe, meiner Meinung nach. Und ja, wir sind glücklich, hier zu sein, und werden auch in Zukunft auf der Animagic weiter vertreten sein. Was bieten Sie hier auf Ihrem Stand an? Auf unserem Stand bieten wir lediglich Demo-Runden an. Dieses Jahr haben wir das erste Mal auch ein Glücksrad, wo man umsonst mitmachen kann und tolle Preise gewinnen. Genau. Können Sie uns was über zukünftige Pläne vielleicht verraten? Über zukünftige Pläne. Also wir haben erst gerade mit unseren beiden neuen Spielen angefangen, also mit Luck and Logic, welches erst Ende Juni erschienen ist. Da wollen wir jetzt mehr im westlichen Markt erreichen, und natürlich unser neues Standalone-Card-Game Ascendants of Esperus. Das ist halt das erste Nicht-Sammelkartenspiel, was Bushiroad veröffentlicht hat, und ja, wir hoffen, dass das auch gut hier einschlägt. Na, dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, gleichfalls. Tschüss. But now they're drowning.